auch auf die Gefahr hin, halb Fußball-Deutschland in Rage zu versetzen, den Elfmeter zum entscheidenden 3:2 für den FC Bayern im Pokal-Halbfinale bei Werder Bremen, kann man geben. Wie Theodor Gebresilassie im Zweikampf mit Kingsley Coman nach dem ersten harmlosen Rempler noch einen Schubser folgen lässt, ist zumindest ungeschickt. Die Highlights und alle Infos zum DFB-Pokal ab 19.30 Uhr im Volkswagen-Pokal-Fieber im TV auf Sport 1. Das heißt allerdings nicht, dass man den Elfmeter geben sollte. Coman legt sich den Ball zu weit vor, geht dann viel zu leicht zu Boden. Und auch wenn immer wieder von verschiedenen Seiten argumentiert wird, die Spielsituation dürfe keinen Einfluss auf die Entscheidung haben, was ein Elfmeter sei und was nicht, natürlich muss ein Schiedsrichter Umstände wie Ergebnis oder Spielminute berücksichtigen, allein schon um sich selbst zu schützen. In der Schlussphase nur glasklare Elfmeter, einfache Schiedsrichterschule, im Zweifel immer die Entscheidung treffen, die geringeren Konsequenzen nach sich zieht, Sternchen, geht der Ball nach einem Pressschlag über die Torauslinie, gibt es einen Abstoß und keinen Eckball, dann entsteht daraus ein Tor, ist Ärger programmiert. Jetzt aktuelle Trikots von Bremen oder Bayern bestellen, hier geht's zum Shop, Anzeige, steht ein Spiel kurz vor Schluss auf der Kippe, gibt es nur noch einen Elfmeter, wenn die Situation glasklar ist. Ein nicht gegebener Elfmeter ist meistens weniger entscheidend als ein zu Unrecht verhängter. Gerade vor diesem Hintergrund hat Schiedsrichter Daniel Siebert einen gravierenden Fehler gemacht und die Möglichkeiten des Videoassistenten aus irgendwelchen Gründen nicht ausgeschöpft. Denn glaubt man den Aussagen der Bremer Spieler, hat Siebert argumentiert, Gebresilassie habe Coman unten getroffen. Die Fernsehbilder zeigen jedoch eindeutig, dass das nicht der Fall war. Offenbar Wahrnehmungsfehler bei Siebert, vermutlich schaltete sich der Videoassistent nicht in die Entscheidungsfindung ein, weil aus seiner Sicht angesichts des Schubsers keine klare Fehlentscheidung vorlag und Siebert die Szene eindeutig wahrgenommen hatte. Bildergalerie: DFB-Pokal, FC Bayern und Werder Bremen in der Einzelkritik nach Halbfinale, 26 Bilder. Offenbar unterlief ihm dabei jedoch ein gerade bei diesem Tempo vollkommen menschlicher Wahrnehmungsfehler. Kann passieren, hätte durch eine kurze, präzise Nachfrage beim Videoassistenten allerdings korrigiert werden können. Hat Siebert die Entscheidung in dem Glauben getroffen, es habe einen Kontakt an Bein oder Fuß gegeben und diese Einschätzung nicht vom Videoassistenten bestätigen lassen, dann war der Elfmeterpfiff tatsächlich nur eine Fehlentscheidung. Sternchen, der Autor ist selbst seit über 10 Jahren als Schiedsrichter im Amateurfußball aktiv. Let's block it's why.